Ja, hallo, herzlich willkommen zum nächsten Thema. Die beiden Herren sind bekannt, ihr Ziel auch, Brücke Kleinsägen. Und jetzt reden wir über Lernen. Sie haben ein Ziel, die Brücke soll angesägt werden, aber Sie stellen fest, das klappt nicht so richtig. Die Säge ist stumpf, rostig und die Erfahrung heißt, mit der Säge geht es nicht. Die erste Lernstrategie: Wenn ich ein Ziel habe und da Hindernisse kommen, muss ich meine Strategie optimieren. Ich besorge mir ein neues Sägeblatt oder vielleicht hilft ja auch eine Brechstange. Irgendwie kriegen wir das schon hin. Das ist die erste Lernstrategie. Es ist keiner weiter da. Mein Ziel kann ich nicht erreichen in der ursprünglich geplanten Richtung, also muss ich mir was einfallen lassen, wie ich mein Ziel trotzdem erreiche. Jetzt kommen weitere Akteure. Ein älterer Herr kommt an und meckert. Was könnt ihr denn hier machen? Das geht doch nicht, das ist doch verboten. Haut ab, ihr Bengel. Was machen die Jungs? Die ändern die Situationsbeschreibung. Ey, jetzt macht das Sägen gar keinen Spaß, wenn der da rummeckert. Los, wir hauen ab, wir gurgeln an Meyers Scheune rum und morgen kommen wir wieder, wenn der nicht da ist. Das Ziel ist geblieben, aber die Situation heute eben nicht. Nächster Akteur. Es kommt noch jemand und sagt den Kindern, nee, das könnt ihr nicht machen, ich krieg einen Haufen Ärger, wenn das rauskommt, lass das mal sein. Es ist auch die Möglichkeit, dass sich die Ziele der Bengel ändern. Dass die eben beim nächsten Mal sagen, nee, komm, machen wir nicht. Mama soll keinen Ärger wegen uns kriegen. Das geht. Und das nennt man Bindungslernen. Und in einem Buch von diesem Herrn habe ich das mal gelesen. Marvin Minsky schreibt, Bindungslernen. Dass es bestimmte Arten des Lernens gibt, die nur in Gegenwart der Menschen stattfinden können, denen man verbunden ist. Klingt ja gut. Lernen hängt davon ab, was für Leute im Raum sind. Ist jemand da, den ich nicht mag, dann gibt es andere Lernstrategien, als wenn jemand da ist, den ich mag. Mein Lernen hängt ab davon, ob ich die Person, die im Raum ist, mag. Und wie sind die darauf gekommen? Das war vor ungefähr 30 Jahren. Die ersten Computergenerationen gab es bereits. Und dann hat man am MIT daran gearbeitet, an dem Thema künstliche Intelligenz. Also man wollte Computern das Lernen beibringen, damit die eigene Intelligenz, eigenes Wissen aufbauen können. So, und weil die Computerleute aber auch nicht so richtig wussten, wie Lernen geht, haben sie sich ein Grüppchen Kinder geholt und einfach beobachtet, was die gemacht haben. Und dabei haben sie das festgestellt. Also die Computerleute beobachten Kinder, wollen eigentlich wissen, wie funktioniert Lernen, damit wir es den Computern eintrichtern können. Und sie sehen, dass das Lernen der Kinder davon abhängt, ob die Person, die im Raum ist, mögen oder nicht. Das war starker Tobak für mich. Okay. Und wenn man Lehrer ist, sollte man sich da ein paar Gedanken machen. Für heute erstmal danke fürs Interesse und dann bis zum nächsten Mal.